Herzlich willkommen zu meinem Video mit Wortbildern, wirst du dir spielerisch vieles besser merken. Ich zeige dir eine Methode des Lernens, die ich selber schon mit vielen ausprobiert habe, garantiert die meisten Spaß macht und vor allem funktioniert. Worum geht's da? Es geht um geordnetes Brainstorming. Wir malen mit Wörtern Bilder in unserem Hirn, aber keine Angst, du musst nicht zeichnen können. Wenn wir uns dieses erste Bild hier schon mal anschauen, dann sehen wir ja einen Jungen, der sich gerade nichts wirklich vorstellen kann. Diese Blase, diese Gedankenblase im Hirn ist leer. Und das ist schon so ein Wortbild. Und erste Ansätze zu solchen Vorstellungen, dass man mit Wörtern Bilder malen kann, gab es schon bei Ramundus Lullus im Mittelalter. Und bekannt und weiterentwickelt wurden solche Wortbilder durch Vera F. Birkenbiel. Und die verwendet da den Ausdruck Wortassoziationen. Ja, es geht darum, was habe ich mir gemerkt? Und Wortbilder machen Spaß, erzeugen Motivationen. Ich habe hier ein paar kleine Bilder hereingegeben von einzelnen Gemüsen. Hier haben wir eine Karotte oder Möhre oder Zwiebeln und so weiter. Und wenn wir uns dieses Bild hier vorstellen, die Augen kurz schließen, dann können sich manche vielleicht an Ereignisse erinnern, wo sie selber Zwiebeln geschnitten haben und dann Tränen in die Augen bekommen haben. Das sind ganz starke Emotionen, Vorstellungen in unserem Kopf und daran kann man sich gut erinnern. Was wir hier aber machen mit Wortbildern, dass wir versuchen, gehirngerecht zu arbeiten. Denn diese Emotionen, Motivationen sind ein wesentlicher Faktor, dass wir uns Dinge merken können. Diese Wortbilder haben eine Ähnlichkeit mit Kreuzworträtseln. Bei den Kreuzworträtseln geht es darum, dass ich bestimmte Wörter suche. Vielleicht hast du das ja schon einmal gemacht. Bei den Wortbildern geht es dann darum, dass ich dann Wörter suche zu einzelnen Buchstaben eines Wortes. Ich habe hier schon ein Beispiel vorbereitet, ein Wortbild zum Begriff Altertum. Ich habe hier eine Tabelle gemacht, A-L-T-R, Altertum. Habe ich auf jedem Buchstaben hier eine eigene Zeile angefangen in dieser Spalte hier. Und rechts davon habe ich mir dann Begriffe vorgestellt, die ich dann gefunden habe, wenn ich zum Beispiel einen Text lese, den dann durchgehe und dazu dann die entsprechenden Begriffe finde. Wenn ich das jetzt so mache, dass ich hier zum Beispiel einen Text habe, den habe ich hier jetzt auf der rechten Seite, habe ich einen Text, vorher etwas notiert, was vielleicht wichtig sein könnte oder weniger wichtig sein könnte, habe es unterstrichen und suche mir dann die Begriffe mit A, die zum Beispiel hier dann dazu passen. Oder ich stoße dann darüber, A, da habe ich R wie Rom und könnte hier dann Rom oder Romulus eintragen. Das heißt, es geht nicht rein nach, das Ganze hier auszufüllen, also nicht von A, L und so weiter, sondern ich gehe das durch, sehe dann, ah, das könnte doch eigentlich zu dem einen Begriff passen. Und dann ist es ganz wesentlich, dass ich hier dann auf der rechten Seite noch, und das ist ein Stück weit nochmals ein Turbo bei dieser Methode, wenn ich hier dann noch eine kurze Erklärung, eine kurze Begründung dann noch dazu schreibe. Denn wenn ich diese Liste dann nehme, dieses Wortbild dann nehme, und mir das vielleicht in einem Monat erst anschaue, werde ich vielleicht mit manchen Dingen gar nicht mehr so viel anfangen können. Ich könnte aber dann hier diese kurze Erklärung wieder nochmal nachlesen und weiß dann wieder, ah, darum ging's. Und wenn ich mir dann mehrere dieser Begriffe dann vielleicht noch raussuche, nicht nur Altertum, sondern zum Beispiel hier Kriegsverbot nehme, könnte ich wieder so ein Wortbild machen, könnte wieder Begriffe mit K suchen und kann immer mehr Verbindungen, darin es sich gehirngerecht bedeutet, dass ich einzelne Neuronen, diese kleinsten Zellen im Gehirn dann besser miteinander verbinden kann, diese Verbindungen vertiefen kann. Und je mehr diese Verbindungen ich dann schaffe über diese Wortbilder, umso besser kann ich mir dann alles merken. Und der absolute Turbo ist natürlich dann, wenn ich mir dann wirklich zu diesen einzelnen Begriffen dann auch Bilder im Kopf vorstellen kann. Also wenn ich hier L wie Lebenszeit, denke ich an jemanden, der sehr alt wird, denke aber dann sofort auch daran, dass Caesar zum Beispiel zum Diktator auf Lebenszeit ernannt wurde. Bei den Thermopylen weiß ich, dass es ein Pass ist und kann mir vielleicht mich selber an einen Pass erinnern, den ich einmal in den Bergen überschritten habe. Und mit diesen Möglichkeiten, Wortbildung zu machen, kann ich dir versprechen, dass du dir viele Dinge viel besser merken wirst können. In der Videobeschreibung gebe ich dann auch einen Link hinein, wie du dann so eine Vorlage zu solchen Wortbildern, sprich so eine Tabelle dann selber in ein Textverarbeitungsprogramm erzeugen kannst. Wir werden uns dann sicherlich wiedersehen bei einem nächsten Video, wenn es darum geht, dann eine Alphabet-ABC-Liste zu erstellen. Bis zum nächsten Mal.